sondern eine DM-Haul-Challenge sozusagen. So könnte man das Ganze auch nennen. Und zwar zwischen mir und der lieben Gamse vom Kanal Miss Fashion and Creative. Hier ist ihr Paket. Es hat mich erreicht. Es ist ultra schwer und ich bin so gespannt, was darin enthalten sein wird. Wir haben 8 Fragen, die wir uns überlegt haben und danach haben wir uns eben Produkte zugeschickt aus dem DM. Und ihr müsst im Anschluss unbedingt noch bei der lieben Gamse vorbeischauen und reinspitzen, was ich ihr denn Schönes zusammengepackt habe. Ich habe mir auch wahnsinnig viel Mühe gegeben und ich gehe schwer davon aus, dass die Gamse sich auch ultra viel Mühe gegeben hat. Ich mache es jetzt mal zusammen mit euch auf und ich würde sagen, bleibt jetzt einfach mal direkt dran. Wir machen jetzt gar nicht lange rum, weil ich denke, das Video wird eh ultra lang, weil ich immer was zu sagen habe. Und ja, die liebe Gamse, die habe ich schon bei mehreren Events, oh mein Gott, gesehen und kennenlernen dürfen sozusagen. Das ist eine ganz, ganz liebe. Ich mag die Gamse sehr gerne. Also wir sind so. Wir unterhalten uns auch jeden Tag und falls ihr sie nicht kennt, dann schaut auf jeden Fall bei ihr vorbei. Und wir legen jetzt auch direkt los. Ich bin nämlich eben gerade schon so, oh, wie schön. Ja, hier ist so ein kleines Büchlein mit Schmetterlingen. Und da schauen wir jetzt doch direkt mal nach, was das bedeutet. Also, Hallöchen, meine liebe Heidi. Sorry schon mal für die Kackerschrift. Endlich hat mein Paket den Weg zu dir gefunden. Ich bin schon mega gespannt, wie du bzw. was du von den Produkten halten wirst. Habe mir, was das angeht, mega viele Gedanken gemacht. Da ich persönlich einfach finde, dass du sehr speziell bist. Oh, ist das jetzt negativ oder positiv? Ah, natürlich im positiven Sinne. Okay, aber nun genug davon. Ich will dich nicht noch länger auf die Folter spannen. Dieses Heftchen wird dir beim Öffnen der Produkte eine Hilfe sein. Nun denn, los geht's. Bitte umblättern. Wie süß. Ey, Gamse, du bist so goldig. Okay, also genau, Inhaltsverzeichnis. Oh mein Gott, sie hat sich so viel Mühe gegeben. Also, die erste Frage lautet, liebster Sommerlack. Okay, dann muss ich jetzt mal reingucken. Also, sie hat es so schön gemacht. Schaut mal. Und dann auch noch pink. Ich liebe pink. Woher weißt du das Ganze? So. Ich glaube, das weiß mittlerweile jeder. Schaut mal, sogar pinke Tücher sind drin. Jetzt muss ich mal die 1 suchen. Ich habe mir jetzt hier alles mal zurechtgelegt und oh mein Gott, die Gamse hat wirklich alles separat nochmal eingepackt und hat mir noch was Süßes dazu gelegt und so ganz kleine schöne Teelichter in pink. Der absolute Wahnsinn, Gamse. Also wir machen jetzt die Nummer 1 auf. Sie hat auch zu jeder Frage noch was dazu geschrieben. Das lese ich euch gleich vor, aber jetzt mache ich erstmal das Paket auf. Oh mein Gott, ist das schön, ich bin so aufgeregt. So, okay, hier ist mal wieder was Pinkes mit dabei und 2 Nagellacke. Und zwar zum einen diesen wunderschönen Farbton hier, das ist die 450 Schrimpfischer. Sehr cooler Farbton. Und hier noch ein Topper, also ein Glitzernagellack für oben drüber, eben von P2. Und sie hat dazu geschrieben, liebster Sommerlack? Fragezeichen. Ich finde, dass Lachs als Farbton ein Muss im Sommer ist. Daher habe ich dir meinen derzeit liebsten Lack eingepackt. Passend dazu habe ich dir noch einen Glitzerlack eingepackt. Sozusagen das i-Tüpfelchen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich. Farbe finde ich total schön und werde ich auf jeden Fall tragen. Dann machen wir mit der Nummer 2 weiter. Und zwar ist die Frage, dein liebster Sommerduft. Okay, wo ist die 2? Ich suche sie schnell. Wo ist sie? Da ist sie, die Nummer 2. Schaut mal, ganz, ganz schönes Geschenkpapier. Danke, Gamse, dass du dir so viel Mühe gegeben hast. Oh mein Gott, was ist da drin? Okay, also, liebster Sommerduft. Was haben wir hier? Von Balea. Ein erfrischendes Bodyspray in der Richtung Melone. Ich habe auch was in Richtung Melone für die Gamse gesucht. Ich weiß nämlich, dass sie Melone liebt, aber ich habe irgendwie an Deos nichts gefunden. Das war alles so, ja, zwar fruchtig, aber so gemischt fruchtig. Nichts direkt, nur Melone. Und das hat mich dann total geärgert. Das habe ich gar nicht gesehen, das Produkt kenne ich gar nicht. Und ich finde deshalb so ein Tauschpaket auch so gut. Da kommt man eben auf Produkte, die man so gar nicht kennt. So wie ich jetzt in dem Fall mit diesem Bodyspray hier. Ja, richtig cool. Vielen Dank, Gamse. Und dann habe ich noch von Balea eine Lippenpflege darin enthalten gehabt im Paketchen. Auch Melone. Ja, zarte Lippen. Danke, danke, danke. Oh, ich bin so aufgeregt. Merkt man, oder? Also hier steht. Melone, das hat sie auch noch gemalt, die Melone ist und bleibt meine Sommerliebe bei Düften. Daher habe ich dir ein Bodyspray wie auch eine Lippenpflege in dieses in diesen Duftsorten verpackt. Hoffe, du findest es nicht zu süß. Ja, da bin ich mal gespannt.
Ich werde es auf jeden Fall testen und werde es euch wissen lassen. So, dann machen wir weiter mit der Nummer 3. Must-have an heißen Tagen. Okay, wo ist die Nummer 3? So, hier haben wir jetzt die Nummer 3. Auch wieder ganz schön verpackt. So, also, wir haben zwei Produkte enthalten. Und zwar von Sundance eine Sonnenmilch in Lichtschutzfaktor 20. Diese hier und ein April-Lotion habe ich ihr auch eingepackt, genau, weil ich wollte nicht dieses übliche Wasserspray von Valea reintun oder irgendwelche Getränke. Ich habe mir gedacht, für die Sonne ist ein absolutes Must-Have eben der Schutz unserer Haut, dass wir sie schön mit Sonnenmilch schützen. Vielen Dank, Gamse. Hier steht definitiv der Schutz vor der prallen Sonne. Ob im Schwimmbad oder beim Eisessen. An heißen Tagen ist das Eincreme von Sonnencreme mindestens 20 als Schutz für die Haut eine Pflicht. Passend dazu natürlich noch die April-Lotion, falls man doch mehr Sonne getankt hat. Hey, die Gamse ist die Herzstelle. So, wir machen weiter mit der Nummer 4 und zwar Wellnessliebe. Da habe ich dieses Paketchen hier. Ja, Alessandro? Ich brauche mich am Morgen. Okay, danke. So, wir packen es aus. Und zwar habe ich jetzt von Alverde zwei Produkte. Einmal eine Maske, klärende Maske, die kenne ich auch gar nicht, die habe ich auch noch nie gesehen. Und ein Wellness-Körper-Lotion-Produkt, auch von Alverde. Ja, cool. Ich rieche mal dran. Wow, okay. Avocado und Limette ist hier vorne drauf. Geil. Danke, Gamse. Hier steht... Masken, 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 ein Muss an einem Entspannungstag. Doch nicht genug. Für den Körper kann man auch viel Gutes tun, wie zum Beispiel das Eincremen einer Wellness-Lotion. Süß. Okay, cool, freue mich. Die Produkte hatte ich noch nicht und ich freue mich drauf, sie zu testen. Die Nummer 5. Thema Pflege, auf was kannst du nicht verzichten? Da haben wir dieses Paketchen hier und wir machen zusammen auf. So, und die hat sich wirklich so viel Mühe gegeben. Die hat auch immer noch pinke Servietten mit rein. Und jetzt habe ich noch ein Produkt von Alverde. Und zwar ein Gesichtswasser Wildrose. Das kenne ich auch noch gar nicht. Boah, das riecht ja geil. Wildrose. Das kannte ich gar nicht. Oh mein Gott, da freue ich mich drauf. Bei meiner Gesichtspflegeroutine darf eins nie fehlen. Das wäre mein Rosenwasser. Von Rosense aus der Türkei. Spreche ich das richtig aus? Rosense? Okay, aber das kenne ich. Ich weiß, welches du meinst. Du meinst, dass das die Tara auch hat aus der Türkei. Da dies keine DM-Marke ist, habe bzw. konnte ich dir nur einen Ersatz besorgen. Sie riecht so wie meine. Da gehe ich mal von aus, dass sie genauso gut ist. Ja, okay, ich werde dir berichten, wie sie ist. Ich freue mich total drüber. Dankeschön. Dann habe ich die Nummer 6. Summer Lips, welchen himmelst du an? Okay, wo ist die Nummer 6? Wo ist die Nummer 6? Ist das die 6? Da steht jetzt keine Zahl drauf. Ah ja doch, da steht sie, die 6. Genau. So. Oh, wow. Cool. Woher weißt du das? Oh mein Gott, ich liebe Pink. Und zwar habe ich von B2 diesen hier, Miss Perfect Lip Chubby. Oh mein Gott, ist der cool. 030 Sophie. Oh ja, okay. Jeder, der mich kennt, der weiß, dass das meine Farbe ist, würde ich mal sagen. Und dann habe ich hier noch einen Lip Liner, auch von P2. Und zwar heißt der 171 Magenta. Richtig cool, richtig cool. Danke, danke, wirklich danke für diese Produkte. Ich werde mit allem bis jetzt was anfangen können, auf jeden Fall. Und jetzt lesen wir mal, was die Gamse geschrieben hat. Pink ist meine liebste Farbe im Sommer. Also dachte ich mir, dass ich mit meinem liebsten P2 Jumbo Pencil in der Farbe Pink nichts verkehrt machen kann. Damit du es gleichmäßig auftragen kannst, gab es dazu den passenden Lip Liner. Sie hat sich wirklich auch immer so viel Mühe gegeben, dazu noch was zu malen. Das ist echt der Wahnsinn. Ich kann so gar nicht malen. Aber ja, vielen Dank, Gamse. Und dann haben wir hier noch die Nummer 7. Schöne Füße, was ist dein Favorit? Und wo ist die Nummer 7? Haben wir hier das Paketchen. Das machen wir jetzt zusammen auf. Ui, da sind mehrere Produkte drinnen. Heieiei, das fällt ja gar nicht mehr auf. Also, und zwar habe ich einmal ein Fußpeeling, eben auch von Balea. Und hier ist noch so ein
ja, Schwamm dabei, so ein Bims-Schwamm eben für hinten, für die Ferse. Richtig cool, danke schön. Ich habe hier auch was von Balea rein für die Füße. Dann habe ich noch Fußbadekristalle, genau, auch von Balea. Und dann hat sie mir noch einen richtig coolen Nagellack rein von P2. Und zwar die 347 Shine On. Ja, da, das ist echt Shine On. Der absolute Wahnsinn. Und zwar gepflegte Füße sind für mich das A und O, vor allem im Sommer. Da habe ich dir mal ein Fußpeeling und Bims-Schwamm eingepackt. Nach der Reinigung kannst du ihnen ein Bad gönnen mit passenden Pflege und zum krönenden Abschluss die Fußnägel lackieren. Cool! Und jetzt haben wir das letzte Thema und zwar die 8. Du hast die Haare schön, dank. Und jetzt schauen wir mal, dank was die Gamse die Haare schön hat. Hier ist das Paket. So, was haben wir denn da? Ah, okay, von Schwarzkopf, Got to be, Antifriss-Lotion, Schmusekatze. Ah, cool. Mal schauen, was sie dazu schreibt. Nach dem Föhnen der Haare sind diese statisch aufgeladen, zumindest bei mir. Daher hatte ich damals nach einer Lösung gesucht. Mit Got to be, Schmusekatze, finde ich endlich das, wonach ich gesucht habe. Mein Muss bei, beziehungsweise nach jeder Haarwäsche. Cool. Richtig cool, danke. Da bin ich gespannt. Das kannte ich noch nicht. Also ich habe es schon beim DM gesehen, aber ich habe es noch nicht probiert. Vielen Dank. Werde ich auch berichten, wie ich das finde. Und dann hat sie hier noch ein Schlusswort reingeschrieben. Und zwar Schlusswort. Ich danke dir schon jetzt für dein Päckchen, was ich definitiv feiern werde. Fühl dich gedrückt, mein Herzblatt. Alles Liebe, deine Gamse. Total süß. Vielen Dank, liebe Gamse, für die tollen Produkte. Ich bin echt schwer begeistert. Ich kann mit allem was anfangen. Teilweise waren jetzt Sachen dabei, die ich so gar nicht kannte. Vor allen Dingen auf das Rosenwasser freue ich mich auch schon total und auf alles andere natürlich auch. Und ich hoffe natürlich, dass dir mein Paket auch gefallen hat. Und euch würde ich jetzt ja, bitten, mal bei der Gamse vorbeizuschauen und ja, mir mal zu sagen, wie ihr die Sachen findet, die ich ihr zugeschickt habe. Beziehungsweise schreibt mir mal, wie ihr mein Paket findet. Also ich finde es bombastisch. Ich finde es richtig cool. Also ich feiere das auch gerade total ab. Und ja, das war soweit von unserem Tauschpaket, unsere DM Haul Challenge. Ich hoffe, dass sie euch gefallen hat. Es war mal was anderes sozusagen. Wir haben uns da einige Gedanken gemacht und ja, lasst es mich wissen, ob euch das gefallen hat. Ich würde mich natürlich total freuen, wenn ihr bei meinem letzten Video nochmal vorbeischaut, beziehungsweise meinen Kanal könnt ihr kostenlos abonnieren, dann würdet ihr nämlich auch keine Videos mehr von mir verpassen. Da würde ich mich auch total freuen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend, meine Lieben. Je nachdem, wann ihr das Video schaut, lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss! So schön, das Paket. Jetzt probiere ich das erstmal aus. Boah. Boah, als würde meine Melone reinbeißen. Boah, riecht es gut. Hammer. Oh mein Gott, was für ein Chaos. Ich muss durchsaugen. Hilfe!